So, da sind wir schon wieder. So, wir haben jetzt ein paar Dinge vor. Ich möchte jetzt mal eine geupdatete Version von dem. Dem. Die bauen wir aber woanders hin. Ja? Das lassen wir erstmal so laufen. Das bauen wir hier irgendwo separat hin, wo es läuft. Ich habe mir mal da einen Plan. Nicht selber gemacht, mir angesehen. Und das will ich dann mal so machen. Denn, so wie ich das sehe, ist das selbst powernd. Ja? Also ich muss es nur einmal ganz kurz anstecken und dann läuft's. Oder einmal kurz radeln. Und ich habe nur ein Bild von dem Ding. Ich habe nur ein Bild, ja? Mehr nicht. Aber das kriegen wir hin. So. Vorher machen wir aber das, weil das ist wichtiger. Oder was heißt wichtiger? Es ist halt Wasser, was wir brauchen. So, wir haben hier das Ding, das habe ich vorhin gesehen, das ist fertig. Ah, ratatam, rapapam. Außerhalb vom Labor. Machen wir hier ein Labor. Was bist du? Erdgeist EV. Bäm. Um den kümmerst du dich. So, Stromer. Stromer. Das Labor. Wird natürlich angetrieben von dem hier. Sondern benutzen wir einfach auch die Kabeln, die unterirdisch sind. So, was braucht ein Labor? Ein Labor braucht zwei Forschungsgebäude. Also in dem Fall der Supercomputer, den zerlegen wir. Und die Forschungsstation. Zerlegen wir. Hallo? Hallo? Danke. Eine Forschungsstation. Nee, Supercomputer. Haben wir mal hier so hin. Und die Forschungsstation haben wir mal hier so hin. Bullshit. Passt ja genau dahin. Soll nicht gut aussehen, es soll funktionieren. So, was brauchen wir noch? Fürs Labor brauchen wir Lichtquelle, keine industriellen Maschinen. Lichtquellen kriegen wir auch. Möbel. Möbel. It's a Möbel. Und wenn das industrielle Maschinen sind, dann mache ich hier eine Tür rein. So. Und dann gucken wir mal, wenn der länger läuft oder mehr Gas einfach produziert, Bams, ist das ja super. Und wenn ich da für den das auch noch machen kann, nice. So. Hier unten ist es zu kalt. Es ist zu kalt, meine Freunde. Deswegen werden wir dich entwurzeln. Denn du bist zu nah an dem anderen Ding dran.
Und hier tun wir einfach Mehlholz rein und machen hier Nahrung. Eine Pflanzenkiste hin. Und zwar hier in dem Eck. Genau am Eck, ja. Nicht ganz an dem Eck. Nicht ganz am Eck. Nicht ganz am Eck. Und zwar hier. Abbruch. Und dann kühlen wir das hier oben nochmal mit dem aus. Wie gesagt, wir müssen hier auch gucken, dass es halt alles nicht zu warm wird. Das ist ein allgemeiner Raum. Das ist ein Erholungsraum. Das zweifle ich irgendwie. Ein Keucher. So. Hier hinten wird es halt einfach zu kalt. Und hier vorne ist es zu warm. Oder wird es wieder wärmer? Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie es ist, wenn wir hier einen weg tun, ne? Der kühlt halt hier nochmal ein bisschen aus, dass es halt nicht ganz so warm wird. Weil in der Theorie, müsste da dann bald wieder wärmer werden. Aber für die Dinger wird es jetzt zu kalt hier drin. bis 37 Grad. Ja, gut. Schwunde ist immer. So. Hier. Ha, es ist warm. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß es doch, es ist sehr warm. Tu doch einfach graben. Dass es auch auf der anderen Seite abläuft, Kumpel. Danke. Gut. Zerlegen.
Perfekt. Eventuell muss ich hier noch mal das umändern. Ich glaube, das von oben rein ist besser wie das. Obwohl hier ist nicht so viel drin. Also das meiste wird jetzt von ihm verwendet und von ihm hier gespeichert. Der hört auf in wie viel Zyklen? In 13 Zyklen. So. Genau, der wird analysiert. Dann machen wir hier eine Klappe rein. Und dann hat sich das. Können wir rein theoretisch euch zwei schon mal zerlegen. Es ist schon interessant. Eis haben wir noch. Also mit der Kühlung, mit dem Eis und mit denen gepaart, ist es halt schon sehr gut. Irgendwie. Also ich habe es jetzt schon irgendwie geschafft, das hier ordentlich zu kühlen. Wenn ich hier unten noch eins mache, dann ist dieser Raum hier auch schon gekühlt und dadurch ist halt der, bleibt halt einfach länger kühl. Das war meine doppelte Pufferung, ja. Wenn wir hier kühlen, hier drin kühlen, ist es hier drin wirklich kühl. Wir könnten jetzt hier nochmal eine Mauer bauen, dass hier ganz wenig Hitze reinkommt. Aber dann geht auch die Kühle seltener raus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben keine Erde mehr. Wir haben keine Erde mehr, Leute. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Ja, das ist wirklich ein Problem. Es ist nicht mehr überfüllt. Ihr kommt nur nicht mehr an die Nahrung ran. Das ist jetzt ein Problem.
Ich muss da jetzt erstmal Wasser reinbekommen wieder. Jetzt erstmal mit Priorität 9. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier jetzt an Wasser komme. Das wird zu wenig sein hier. So. Hier schon mal was. Chlorstein. Das heißt, hier machen wir einfach mal beide zu. Haben wir schon wieder ein bisschen Wasser drin. Hier könnte man pumpen. So, dann machen wir hier eine manuelle Luftschleuse rein. Und gut ist. Das pumpt Wasser hier rein. Wunderbar. So, was ich hier noch machen will, ist einmal hier graben und das entwurzeln. Das Ding werden wir... Schön kühl auch. Das Ding werden wir hier unten setzen und das andere
Und das Ding entwurzeln wir. Hier oben. Und zwar einmal. Na, vielleicht machen wir hier zwei sogar Nahrung. Domon. Einen hier. Wir können den anderen hier machen. Ich mach den anderen hier unten. Hier. Die Leiter zerlegen. Und hier kommt erstmal die erste Keuchwurzel rein, dass wir da von oben schon mal ein bisschen zumindest eindämmen. So ein kleines Millimeterchen, ja. Wenn ich jetzt natürlich das Problem habe, zu viel Kälte zu haben. Es ist bescheiden. Aber dann ist es so. Muss ich mir dann was Neues einfallen lassen. Dann wischelt mal hier, wischelt mal dort. So, ihr wischelt hier, ihr wischelt dort und jetzt brauche ich Wasser. Und zwar sofort. So. Jetzt gucken wir mal, wie das wird. Gut, hier wird schön Wasser umgehend. Hier drin ist Wasser. Perfekt. So. Das heißt perfekt. Perfekt ist es nicht. Ich muss jetzt meine Fischis zusammenbekommen. Das wäre perfekt, wenn ich meine Fischis zusammenbekomme. Barbecue. Drucken. Danke. Ich weiß, dass wir eine unzureichende Sauerstoff-Production haben. Die probiere ich jetzt dann auch bald zu fixen. Erdgas 380 Gramm. Ja. Kommt halt mehr raus.
muss ich dann bald umbauen. Ich habe Untätigkeit von 6. Das geht gar nicht. Warum habe ich so viel Untätigkeit? Weil sie nichts machen. Okay. Nichts machen ist scheiße. Ist auch kacke, mit Flüssigkeiten pumpen und Rohren da jetzt rein zu pumpen. Weil, also ich kann hier noch die Flüssigkeit hier rausnehmen, ja. Mir wäre es am liebsten, ich würde von da oben irgendwo Flüssigkeit bekommen. Da haben wir aber nichts mehr. Also muss ich von unten jetzt Flüssigkeit irgendwie hochpumpen. Und das wiederum ist ja so blöd. Das ist so doof. Das ist so blöd. Das ist so much. Das mag ich nicht. Dann machen wir hier ein Rohr. Graben hier rundher. 1, 2, 3, 4. Graben hier rundher. Hier rundher. Einmal im Kreisel. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Machen hier eine große Pumpe hin, damit es schneller geht. Machen hier ein Kabel wunderbar, damit es besser geht. Das ziehen wir so und so und dahin. Und die Pumpe pumpt. Du sollst auch hin. Dann nehme ich die Leiter und gehe eins nach unten und schon haben sie Spaß. So, dieser Tank ist bald voll. Bald voll. Hoffentlich. Das Problem an dem Ganzen ist, ich muss es halt viel weiter reinsetzen, die Pumpe, beim nächsten Mal hier so unter. Dann pumpt sie gleich viel kräftiger und viel mehr. Du hast hier ganz schön zu kämpfen, auf jeden Fall. Also du hast hier wirklich zu kämpfen, dass du hier irgendwas schaffst. Bei dem hier unten schaut es schon besser aus. Düngung stopp, ja. Das ist jetzt the big Lebowski Problemo. Das ist jetzt le Problem.
Das Problema. Dilemma. So. Jetzt müssen wir da runtergraben. Jetzt muss ich kurz zählen. Acht, zehn, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Siebzehn. Vierzehn. Sechs, sieben, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Nee, das passt. Vierzehn passt. Vierzehn würde passen. Also passt hier nicht rein. Damn it. Das brauche ich quasi als nächstes im Setup. Kriegen wir hin. Kriegen wir nicht hin. So, das ist jetzt die Planung. Erstmal. So, hier kommt halt immer nur periodenweise Wasser hoch. So. Hier sind die Tanks bald voll. Es ist scheiße gerade. Das funktioniert hier unten nicht. Wenn ich hier das Wasser hinmache. Denn ich brauche ja da Wasser auch drin. Ich brauche ja da Wasser auch drin. Und das Problem
Ja, da muss ich mir dann was einfallen lassen wegen dem Wasser hier. Soll ich es hier bauen? Das Problem ist, wenn ich es hier baue. Das Problem, wenn ich es hier baue, ja? The big problem. Brauche ich zu viel Wasser? Da bräuchte man dann den Regler, dass das dann automatisch läuft, wenn der Druck hier oder hier, hier, er ist aktuell gerade hier. Wenn der Druck hier nicht so geil ist, dann läuft es. Und ansonsten Stillstand. So können wir es machen. So machen wir es und nicht anders. So, das heißt, wir Abbruch, Abbruch, Bailout, Bailout. So, wir brauchen. So. Hier ist Kacki-Luft. Hier ist zu viel Kacki-Luft. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Kacki-Luft. Kommt da mal gescheit das Wasser drauf, mein Jung. Ich muss ja immer mal wieder messen. Das heißt, hier noch mal eins. Vier. So. Nicht zu zerlegen war. Haben keine Nahrung. Leute, wir haben keine Nahrung. Wir müssen Prioritäten ganz kurz umsetzen. Wir müssen ganz wichtig die Prioritäten umsetzen, wenn wir verhungern sonst. Wir verhungern sonst. Und niemand will verhungern. Glaube ich. Weiß es nicht. Bestimmt so ein Fetisch. Der verhungerte, keine Ahnung, Louis. So. Unten haben wir noch Erde. Dann haben wir wirklich das letzte Rest Erde rausgejagen. Irgendwie, oh Gott, Leute. Wie?
Was wären denn eigentlich so Hatchlinge? Wären auch 100. Mache ich das mal doch noch mal dahin. Ja, vielleicht können wir ja da doch was machen. So. Bauen wir hier mal weiter. Zack, zack, zack. Wenigstens kommen da wieder neue Eier. So, ab und zu mal. Ja, sobald die Tanks hier voll sind, gell? Können wir erstmal nichts mehr machen. Dann brauchen wir hier das. So, gut. Dann gucken wir jetzt mal, was wir brauchen. Das Ding. Nein, stopp. Halt, stopp. Abbruch, Abbruch. Die müssen ja da noch rein. So. Gut, hier muss ich eigentlich nicht hin. Hier können wir das mal so machen. Kommt hier eine Bombe hin?
Beispiel hier eine Pumpe. So. Ich glaube, das kann ich eh alles da reinpumpen. Das können wir jetzt mal zerlegen. Dass da immer noch so viel Dreckwasser drin ist. Regt mich auf. Das ist jetzt was, das darf eigentlich nicht wahr sein. Wenn ich dich jetzt entwurzel. Na gut, ich kann dann einfach von irgendwo anders eine mir schnappen. Ilholz. Hat's mir hier eine Keuchwurzel. Um hier nochmal gegenzuwirken. Wir wollen jetzt natürlich der Luft von oben gegenwirken. Von der warmen. Das ist schon irgendwie aber witzig. Dass ich jetzt wegen zu kalter Temperatur keine Nahrung mehr bekomme. Das ist schon. Ist schon lächerlich. So. So, automatisch. Machen wir hier einen Atmosensor hin. Nee, darf schon laufen. Atmosensor. Dann brauchen wir noch eine Pumpe. Die setzen wir hier hin. Dann, Alter. Geht das so? So, hier, dich zerlegen wir mal.
hier machen wir dich hin. Alter, nein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das läuft. Hier. Direkt daneben. Zerlegen wir mal dich. Dich. Eine intelligente Batterie. Sowie ein Strom. Wasserstoff. Generator. Dann Automatisierung. So. So. Atmo. Brauchen wir hier einen Gastank. So, und wenn mich jetzt nicht ganz alles täuscht. Sobald die Kabel drin sind, stelle ich dich über 450. Sendet ein grünes Signal, sind über 450. Und hier über 750. Bam. So. Dann. Ist das Frischluft, ja? Das ist die Frischluft. Hier. Kommt Oxygen? Nein. Hier kommt Oxygen. So. Ihr habt es jetzt so gebaut. Ich baue das jetzt einfach mal auch so. Ich baue das jetzt einfach mal genauso, wie er das baut. Ich verstehe nicht, warum. Es wird schon irgendeinen Grund haben. So, das Problem ist jetzt.
die obere darf jetzt mal kurz nicht funktionieren. Wir müssen hier den Kohlenstoff rausbekommen. Gut, dann baut ihr da mal. Okay. Gut. Dann müssen wir hier auch nochmal nach unten zerlegen. Müssen wir dann nochmal eins nach unten. Jetzt bauen wir da unten mal schnell was. Ich bin gerade bei über einer Stunde, Leute. So, jetzt brauchen wir hier noch eine manuelle Luftschleuse. Also wie da. Strom ist angeschlossen. Ist Wasser angeschlossen? Nein. Das müssen wir noch anschließen. Das ist wichtig. Das Wasser ist wichtig. So, in der Theorie, hier kommt Wasserstoff raus. Das sammelt sich hier. Wird dann da gepumpt. Blub, 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 blub. Hier kommt der Sauerstoff. Rup, 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 rup. Wird hier rausgepumpt. Wasserstoff wird hier getankt. Zack, bumm. Und es versorgt sich alles irgendwie selbst. Ja, eventuell, eventuell nicht. Weiß man's? Nö. Testen wir's? Ja. Also, was soll passieren? Mehr als alles abreißen? Können wir's nicht.
So, und jetzt bauen wir hier diese Tür rein. Was wir dann verschließen. Haben wir hier Stromgrad? Haben wir hier günstigen Strom für die zwei Pumpen hier? Da. Es hängt. So, ich möchte das jetzt noch testen in dieser Folge. So, das reißt mir dann eh alles ab, die ganzen Kabeln und was weiß ich. Warum bist du mürrisch? Ach so. Natürlich. Es geht ja jetzt gerade nirgendwo raus. Das erstmal so. Das muss ja auch irgendwo raus, das Gas. Sonst macht das ja keinen Sinn. Ich möchte jetzt sehen, ob das funktioniert, Leute. Wir müssen da jetzt ein schnelles Vakuum pumpen, rauspumpen. Ah. Pump du mal schnell. So.
Geil. Jetzt haben wir hier überall einen Überdruck. Wie haben wir das jetzt zusammengebracht? Wie sind das jetzt zustande gekommen? Wie zum Teufel? Was passiert hier? Warum läuft das alles gerade so? Okay, weißt du was? Wir haben jetzt genug überzogen. Wir testen das in der nächsten Folge und dann gucken wir. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt so viel Sauerstoff haben. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott! Seht ihr, was ich sehe? Der ist inaktiv. Der ist schon inaktiv. Das heißt, du wirst auch bald inaktiv. Okay, das gucken wir uns jetzt nochmal an, was das genau bringt. So, das machen wir jetzt mal Speedy-Kuss. So, jetzt gucken wir uns auch mal temperaturmäßig. Passt's, oder? Hier wird es jetzt nicht wieder zu warm. Ich meine, 26 Grad darf sie haben. Es darf halt nur nicht wärmer werden. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier jetzt passiert. Dudes? 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 Wo seid ihr, Dudes? Könnt ihr die zwei Dinger hier mal bauen? Dudes. Da kommt, glaube ich, einer. Genau. So. Jetzt kann der erste noch ein bisschen speichern. Weil der erste soll ja auch ein bisschen speichern. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.